Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr, sehr glücklich, denn, Überraschung, Letizia hat in Zusammenarbeit mit Love zwei neue, wunderschöne Paletten rausgebracht. Und ihr habt vor ein paar Wochen mittlerweile schon Letizia hier bei mir auf dem Kanal gesehen und tatsächlich wusste ich davon nichts. Ich war super, super überrascht, als ich die Produkte zu Hause auf einmal an meiner Türschwelle stehen hatte und habe gedacht, wow, okay, Überraschung. Und ich habe mich riesig gefreut. Ihr wisst, Letizia ist mittlerweile eine gute Freundin von mir, ein riesengroßes Vorbild. Und deswegen dachte ich mir, wir setzen uns gemeinsam hier hin und testen die neuen Creatives-Paletten aus. Es gibt zwei Paletten, die so ein bisschen mehr als Lidschattenpaletten sind, denn wir haben auch Produkte für die Base mit dabei. Und das ist etwas ganz Besonderes in einem ganz wundervollen Format, woraufhin ich Love gefragt habe, ob sie mir einen Rabattcode für euch geben können. Ich weiß, wir sind Team Günstenlos. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir ein bisschen Rabatt rausschlagen können. Und ich habe tatsächlich 15% Rabatt bekommen. Ich habe sie noch nicht getestet. Wir werden es jetzt machen und ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an und verlieren gar keine Zeit. Ich sehe heute so ein bisschen aus wie so eine YMCA Bikerin. Ich fühl's irgendwie nicht. Ich probiere gerade so ein bisschen ein paar neue Sachen auszuprobieren und da passen die Lidschattenpaletten eigentlich sehr gut, denn wir haben zwei verschiedene Paletten hier. Wir haben einmal die Volume 1 und die Volume 2 Palette und ich zeige sie euch einmal kurz vom Nahen, denn die sind ganz besonders. Wir haben oben 8 Lidschatten, in der Volume 1 haben wir 3 matte und 5 schimmernde Lidschatten und unten haben wir nochmal Basefarben. Allerdings sind die so pigmentiert worden, dass man sie auch als Lidschatten benutzen kann. Das werden wir auch gleich testen. Und in der Volume 2 Palette, die wesentlich farbenfroher ist und tatsächlich, als ich die Farben gesehen habe, war mir klar, Letizia. Denn das sind die Farben von Letizias Pinsel, das sind die Farben von Letizias eigener Marke. Wir haben dieses Türkis, wir haben dieses Pink, dieses Babyrosa und sie hat auch das Design der Paletten selbst gemalt. Also was ganz, ganz Besonderes und da freue ich mich sehr für sie und natürlich auch für Love. Beide passen sehr gut zusammen und ich finde, sie haben auch in der Vergangenheit sehr, sehr schöne Produkte gemacht. Wir starten aber als erstes, ich weiß, wir wollen mit den Produkten anfangen, mit der Volume 1 Palette. Da haben wir nämlich einen Bronzer, einen Blush und einen Highlighter in einer recht schönen Farbanordnung. Das ist so die klassische Nude Palette, aber die Schimmertöne sehen nicht so langweilig aus. Wir werden auch heute zwei verschiedene Looks damit schminken. Wir starten mit dieser Palette und machen dann für den Alltag einen Look hiermit. Wir starten tatsächlich auch mit diesem Bronzerton. Ich lade den Pinsel einmal gut auf und platziere mir den Bronzer richtig schön hoch. Ich bin extra ein bisschen blasser geblieben heute. Das ist eine ganz, ganz zarte Farbe. Ich glaube, ihr könnt sie aber sofort auf meiner Haut sehen. Sehr, 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 sehr schön. Das ist ein sehr zarter Bronzer. Aber er ist gut pigmentiert und wenn man ihn anfasst, ist er fast schon nass. Super schön. Ganz, ganz zart, ganz subtil und vom Finish her ist er nicht so trocken. Also man kann ihn auch gut auf eine feuchte Base setzen. Ihr seht, wenn ich hier reingehe, dann verschmilzt der so ein bisschen. Sehr, sehr schön. Wir probieren aber den anderen Blush hier aus der Palette. Denn hier sind zwei verschiedene Blushes drin. Ein Pink und ein, der so ein bisschen mehr ins Lilane geht. Und das ist ja genau meine Farbe. Ich gehe jetzt hier in den Ton rein, sehr pigmentiert und baue mir den hier auf. Wow, wie schön sieht die Farbe bitte aus. Das ist tatsächlich eine Farbe, die ich so auch noch nicht habe. Wir haben mittlerweile ja wirklich viele Koralltöne, viele Pinktöne, viele Orangetöne, aber so ein lila Ton kommt in der Kamera gar nicht so rüber. Ich habe euch gleich nochmal ein Stückchen näher geholt, damit ihr euch die Base auch nochmal von Namen anschauen könnt. Ich habe natürlich so ein bisschen probiert, darauf zu achten, so zu arbeiten wie Letizia. Weniger Produkt, mehr Glow, mehr Bewegung im Make-up. Aber es sieht wunderschön aus. Auch hier seht ihr, ne? Das sieht nicht pudrig aus. Das ist kein schimmernder Blush. Also ich sehe hier keinen Schimmer drin, aber das ist so eine feuchte Textur, die so ein bisschen an die Natasha Denona Texturen erinnert. Wenn ich hier reingehe, seht ihr sofort, der Ton schmilzt auf meiner Hand und sieht extrem frisch aus. Wow. Und das sieht natürlich auf der Haut auch besonders schön aus. Jetzt bin ich aber natürlich super gespannt, was die Lidschatten angeht. Ich habe einen Look im Kopf. Ich weiß nicht, ob die Farbe von meinem Möchtegern-Lederhemd blau rauskommt. Es soll angeblich blau sein. Keine Ahnung. Und ich starte mit einem kleinen Pinsel und gehe hier in dieses
extrem schöne Blau rein. Klopfe gut ab und platziere mir die Farbe hier außen. Wow, das ist ein Königsblau. Das ist so ein richtiges Königsblau. Wait a minute. Excuse me? Seht ihr das? Ich bin nur ein bisschen hier raufgegangen. Kann mir das natürlich auch noch aufbauen. Wow. Nochmal. Ich gehe einmal hier rein. Ganz leicht. Klopfe sogar ab. What is this? Wir wissen mittlerweile, die Lidschatten von Love sind natürlich krass. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass sie hier noch was an der Formulierung geändert haben, weil sie nicht so... Es kommt jetzt in der Kamera noch nicht ganz so raus, weil das Licht natürlich so ein bisschen anders ist. Aber oft ist es bei Lidschatten so, die Farbe haben, also blau und rot und so, dass sie so ein bisschen stumpf sind. Hier ist das extrem leuchtend und wenn ich die Farbe ausblende so ein bisschen, dann seht ihr es wahrscheinlich schon ein bisschen besser. Ich probiere jetzt aber noch nicht ganz so viel auszublenden mit dem Pinsel, sondern ich nehme mir hier einen kleinen und blende die Farbe einfach erstmal trocken aus. Ihr könntet natürlich jetzt auch hier so ein Blush nehmen, möchte ich jetzt aber nicht. Ich habe mich übrigens so gefreut und Letizia auch über euer krasses und vor allen Dingen super, super liebes Feedback zu unserem gemeinsamen Video. Falls ihr das nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier oben in der Ecke. Sie ist erstmal eine der schönsten Frauen, die ich kenne auf diesem ganzen Planeten, weil sie so eine, sie hat so eine Grace, so eine, sie ist präsent, sie ist Grace. Sie hat so eine Ausstrahlung. Das ist ganz besonders bei ihr. Also das ist, ich bin auch immer fasziniert, wenn sie neben mir sitzt, weil sie einfach, es ist so elfengleich. Sie bewegt sich so elfengleich und sie sieht so elfengleich aus und dann bewegt sie ganz leicht ihre Hände und macht aus ein paar Farben einfach was Wunderschönes. Und deswegen bin ich natürlich auch immer ein Freund davon, meine Freunde und Kollegen zu unterstützen. Und ich meine, wenn ich das sehe, look at that. Jetzt seht ihr, was ich meine mit diesem Blau, ne? Dass das sehr leuchtend ist. Ich mache den Pinsel ein bisschen sauber, gehe dazu in den Giacomob. Dann dieses wunderschöne, ja, das ist so ein Mintton schon fast. Und blende das hier einfach rüber. Und wenn ihr den Ton auf euer Auge presst, das ist eine andere Textur als sonst. Das merkt man. Also wenn ich die Farbe aufpresse, dann habe ich eine ganz, ganz andere Deckkraft, als wenn ich einfach nur blende. Man merkt auch, dass Letizia einfach aus einer anderen Ecke kommt. Ne? Das ist halt dieses Make-up-Artist-Make-up. Anders zu benutzen. Wow. Ich blende jetzt beide Farben einfach hier so ein bisschen ineinander. Das wird heute ein sehr monochromer Look. Dann nehme ich mir einen sauberen Pinsel und gehe nochmal in dieses dunkle Blau und blende das weiter aus. Das war ja erstmal, um so eine kleine Farbvorgabe zu haben, aber ich glaube, ihr seht, was ich meine. Pigment ist da. Es ist extrem intensiv, nicht so grauschleiermäßig, sondern die Farbe ist einfach da. Man kann natürlich auch beide Paletten so ein bisschen untereinander kombinieren. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen gedacht, dass einfach alles sehr harmonisch miteinander funktioniert. Ich wollte jetzt aber wirklich jede Palette einzeln testen, damit ihr seht, was ihr bekommt, wenn ihr eine Palette kauft. Und jetzt bin ich gespannt. Ich nehme mal meinen Finger und swatche diesen icy blauen Ton auf meinem Auge und presse mir den hier rauf. Wow, ich will aber nochmal in den Grünton. Wisst ihr was? Ich mische einfach diesen Grünton hier mit rein, um noch so ein bisschen Spannung in diesem Reflex zu erzeugen. Ich zeige euch hier einmal den Grünton so. Wow, das gefällt mir noch besser. Sekunde, wir brauchen mehr Grün hier. Die sind ganz, ganz weich. Das ist Natasha Denona. Was kostet die? 28 Euro? Also ihr seht es. Wie schön sind die Farben bitte. Ich mache einmal den unteren Wimpernkranz, gehe mit so einem Pencilbrush in das Blau und dann seht ihr, wenn ich die Farbe hier einfach raufpresse, direkt an meinen Wimpernkranz, ist direkt da. Ich habe natürlich jetzt auch den offensichtlichsten Look damit gemacht, von den Farben, die am meisten so ein bisschen rausspringen. Wir haben aber auch hier ein ganz, ganz tolles, intensives Grün. Ich swatch euch das auch einmal. Seht ihr, das ist so ein richtig dunkles Moosgrün. Damit könnten wir tatsächlich wahrscheinlich sogar hier noch so ein bisschen alles verdunkeln. Verdunkeln? Verdunkeln. Verdunkeln. Manchmal sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist. Also ich glaube, hier haben wir wirklich eine ganz besondere Farbtextur. Ich mache einmal Lashes drauf und bin gleich wieder zurück.
Und das ist einmal der fertige Look mit der bunten Creatist Volume 2 Palette. Schaut euch bitte diesen krassen blauen Ton an. Ich habe eine nudefarbene Lippe gewählt, habe mir noch ein paar Lashes und ein bisschen Mascara draufgegeben. Und so sieht das Ganze richtig, richtig krass aus. Das ist kein Lidschatten, der klassisch ist. Das ist Bums. Das ist Pigment und da geht es wirklich um Farbe und um Farbakzente. Ich glaube sogar, dass man, wenn man vielleicht mit einem Mixing-Medium arbeitet, daraus ganz, 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 ganz tolle bunte Liner machen kann. Ich gehe jetzt auch nochmal so ein bisschen hier in den pinkeren Blush. Ich finde, zu diesem Look kann man auch ruhig ein bisschen mehr tragen. Gibt mir so ein bisschen 80s-Vibes. Hier ein bisschen in die Schläfen. Das ist da, das ist ein Auftritt. Damit ist klar, ihr seid im Raum und niemand anderes. Extrem pigmentiert, die Schimmerfarben, die, also was ganz besonders ist, sind halt diese intensiven, dunklen Farben. Das ist halt nicht so dieses Grauschleier, dieses Softe, sondern das ist wirklich einfach bumm. Und ihr könnt damit sehr, sehr schöne Effekte auf der Haut erzielen oder vor allen Dingen an eurem Auge, wenn ihr die mit Sachen kombiniert, die ihr schon vielleicht habt zu Hause. Also das ist wirklich High-End. Das ist High-End, eine ganz, 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 ganz tolle Palette. Ich bin gespannt, wie euch diese gefällt. Ich werde mich jetzt einmal ganz schnell abschminken gehen. Leider Gottes, vorher mache ich noch ein bisschen Content für Instagram, keine Sorge. Und dann schminken wir einen sehr klassischen, sehr alltagstauglichen Look mit dieser Palette hier. Bis gleich. So, und weiter geht es. Ich habe mich einmal kurz umgezogen. Es ist ein bisschen warm hier oben. Ich habe endlich die Wohnung hochgeheizt bekommen. Freunde, ich habe schon so ein bisschen von diesem richtig schönen Koralleblush aufgetragen. Ihr seht, auch der ist vom Finish her nicht so pudrig. Also wieder so eine zarte Feuchtigkeit mit drin, die auf der Haut sehr, sehr schön aussieht. Ich habe bei diesem Look wesentlich mehr Puder genutzt, um einfach zu schauen, wie sich diese feuchte Textur mit der pudrigen Base verhält. Falls ihr euer Make-up abpudert. Ich weiß, viele tun das nicht mehr. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und gibt so ein bisschen Frische wieder zurück. Auch der Bronzer, ganz, 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 ganz toll. Ich kann mir vorstellen, dass man den als einzige Farbe in die Lidfalte und dann vielleicht so einen schönen Schimmerton mit reinarbeiten, sehr, sehr schön aussehen könnte. Wir machen aber jetzt einen anderen Look. Und zwar starte ich mit so einem fluffigen Pinsel und gehe tatsächlich auch in diesen Bronzerton mit rein. Und setze mir den schon mal hier hin. Der ist recht zart. Also das ist nicht so ein intensiver brauner Ton, sondern wirklich so eine zarte, nudige Farbe, um einfach schon mal so ein bisschen Tiefe hier reinzukriegen. Und dann nehme ich den Pinsel und gehe hier in dieses Rosé-Beige und blende mir das hier auch mit rein. Also das wird ein sehr romantischer, ein sehr neutraler Look. Ganz, 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 ganz zart. Und so langsam seht ihr das auch. Also das ist jetzt nicht so pink, das ist nicht so dunkelbraun, das haben wir gleich hier, wenn wir wollen. Ich wollte aber jetzt hier wirklich auch so einen ganz, ganz romantischen Look schminken. Ihr seht das, das ist eine sehr weiche Farbe und wir könnten das so ein bisschen abdunkeln, machen wir jetzt auch mit diesem Braunton. Und den gebe ich mir hier außen nur hin und verdunkel mir hier mit die Crease. Es wird ein ganz, 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 ganz zarter Look. Und dann mische ich mir so ein bisschen von dem Blush mit rein, um das so ein bisschen aufzuwärmen. Ich liebe ja diese weichen Looks. Bau mir die Farbe richtig, richtig schön auf. Schaut mal, und ihr seht dann auch die Farbe auf dem Auge. Ne? Also erst habe ich gerade gedacht, ist ein bisschen weicher. Aber wenn man die Farbe aufbaut und einfach, man muss ja nicht immer aus jeder Palette, so wie wir eben mit der bunten Palette geschminkt haben, einen extrem krassen, dunklen, intensiven Look haben. Sondern manchmal reicht es für den Alltag ja auch aus, wenn man diese zarten Touches of Colors auf dem Auge hat. Ich überlege, welchen Schimmerton ich nehme. Ich glaube, ich gehe tatsächlich in diesen rosanen. Ganz, 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 ganz weich und gebe mir den hier auf mein bewegliches Lid. Die Schimmertöne sind iconic. Ihr seht, das ist richtig, wie kann ich das am besten beschreiben? Wie so ein Hauch, als hätte sich eine Fee auf euer Auge gesetzt. Noch so ein bisschen von diesem lilanen Schimmerton hier mit rein, hier außen, um hier noch ein bisschen mehr Tiefe zu haben. Für abends beispielsweise, wenn ich tagsüber nur den von eben trage und jetzt ganz leicht mit diesem dunklen, kühlen Braunton hier reingehe, damit kann man sich mit Sicherheit auch gut die Augenbrauen so ein bisschen schminken. Dann nehme ich mir so einen kleinen Pencilbrush und platziere das direkt hier an meinen Wimpernkranz außen, intensiviere damit so ein bisschen die Lashline. Und dann gehe ich ganz leicht nur hier außen direkt an meinen Wimpernkranz.
Und dann nochmal mit diesem schimmernden Rotton hier. Wie so ein leichter Liner. Aber ich lieb's. Ich lieb's. Und dazu eine intensive rote Lippe vielleicht. Wow. Okay, I'm in love. Ich nehme jetzt so einen kleinen Pinsel und gehe hier in den Highlighter-Ton. Den haben wir nämlich noch gar nicht benutzt. Und den setze ich mir an mein Inner Corner. Und auch der ist sehr intens, wenn man ihn punktuell aufträgt. Wir können ihn aber auch hier so ein bisschen aufs Lippenherz oder auf die Nase setzen. Oder direkt hier unter die Brauer. Für diesen Look trage ich eine braune Mascara auf. Ich finde, das passt, glaube ich, besser und klebe mir keine Lashes auf. Und fokussiere die Mascara auch nur außen. Klassische Maxim Giacomo Lippe. Und wir haben einen sehr erwachsenen, sehr schlichten, aber trotzdem auch hier einen eleganten Look. Es muss nicht, wie gesagt, immer dieses Intensive sein, sondern wenn man so ein bisschen mit ein, zwei, drei Farben vielleicht spielt, ein schönes Outfit und dann dazu diese zarten Farben auf dem Auge, die man natürlich auch aufbauen kann, je nachdem, wie man damit arbeitet, dann habe ich, glaube ich, hier zwei Paletten für euch, die sehr gut miteinander, aber auch unabhängig voneinander funktionieren. Und ich glaube, dass diese beiden vor allen Dingen aufgrund dieser besonderen Texturen auch in der bunten Palette einen sehr spannenden Effekt in viele verschiedene Looks bringen kann. Wenn ich jetzt beispielsweise bei diesem zarten Look hier noch mit dem Ton rübergehe, schaut euch das an, ganz, ganz erwachsen oder hier so ein bisschen von diesem Pink hier noch mit reinblende, dann wird das wieder noch was anderes und ihr könnt sehr viel damit spielen. Ihr könnt ganz viele verschiedene Looks damit machen. Das sind Farben, die ich so noch nie gesehen habe und Texturen, die ich so von Love auch noch nicht kannte. Und demnach kann ich, glaube ich, ganz selbstbewusst sagen, ganz fantastische Paletten. Ich bin sehr, sehr stolz auf Letizia und auf Love, was sie hier gemeinsam jedes Mal aufs Neue rausbringen. Ich setze euch die Links unten mit rein. Wenn euch die Paletten interessieren, dann könnt ihr den Code MAXIM15 benutzen und ihr kriegt 15% Rabatt. Sehr, sehr schöne Paletten. Vielleicht so ein kleines Last-Minute-Weihnachtsgeschenk noch für euch selbst oder für jemanden, der wirklich auf besondere Lidschatten steht. Link ist unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.